So, die haben jetzt hier keine Quests mehr für mich im Camp. Gehen wir weiter zum Friedhof. Auf zwei? Komm schon, Inhaltssuche, mach schneller. Hast du es eilig? Eilig, Zulu. Dein Halter. Ich kann mal einen Druiden rausholen. Der ist das Level 26. Und? So, alte Opfergaben einsacken müssen. Für den tun. Astrid töten. Den Wald. Sag mir warm. Komm. So, haben wir hier gleich noch irgendwelche Opfergaben? Nee. Ja, ein lebendiger Zulu. Schöner lebendiger Zulu. Da hinten sind noch welche. Das sind aber leider alte Opfergaben. Das sind alte Flaschen. Das ist auch eine alte Flasche. Du bist die Flasche leer, weißt du? Oh ja. Flasche voll ist aber besser. Ich würde lieber dafür stimmen, dass jetzt mal in den Wald kommt. Tja, 21 Minuten Durchschnittswert. Der Gladiator. Hauptsache, der Gladiator sagt, die halbe Portion der Handbücher hat euer Kindermädchen angehört. Wenn Ärger am Hals halten soll, sagten wir Bescheid. Ja. Ach, geil. Was noch zu lernen. Und ich ersteche hier gerade irgendwelche Fliegen, das ist auch nicht schlecht. Das ist Präzisionsarbeit. So, die Aslinge sind auch alle tot. Halt. Hier hat sie ihre Opfergaben, die alten, verbrauchten. Komme. So, Baumwollhosen nehme ich. Sind besser als meine. Baumwollhosen? Ja. Kannst nur Baumwollhosen tragen. 3 Stärke, 3 Geschick, 2 Konstitution, 3 Schnelligkeit. Baumwoll. Hält warm. Wir sind ja nur in der Wüste. Ja, in der Wüste bei minus 200 Grad, ne? Ja, nice Wüste sind wir. So, einmal einen Grabstein besorgen und einmal Lilien auf die Gräber schmeißen. Ist das schon ein Grab?
Sehr fürsorglich, was wir jetzt gerade machen. Zack, in die Wolken geschmissen. Oder stirbt, ne? Einfach hingeschmissen. Wir legen die nicht hin, wir schmeißen die einfach so, flitzen das Dickzeug einfach so hin. Alter, jetzt kommen wir in den Wald. Ich hab grad echt keinen Plan, was ich machen soll. Da ist das Bestarium schon wieder freigeschaltet. Ja, doch. Was? Ostwald, Südwald, Oberes. Alle so scheiße verteilt. Ja. Das ist Mist beim dritten Bestarium. Das zieht sich ewig. Aber wirklich die EPs lohnen sich. Was? Aber die EP lohnen sich. Das auf jeden Fall. Spürst eine feindliche Präsenz. Ich bin die feindliche Präsenz. Guck mal in den Spiegel. Komm, guck mal, wie er in die. Geh mal in den Handelschat, der ist voll mit Werbung. Kann ich gerade nicht, bin gerade in keiner Stadt. Froh. So, leuchtenden Stein haben wir gefunden. So, ich muss zur Gilde. Ich muss auch noch gleich in die Gilde der Pikeniere. Ich muss nicht in die Traumatruck-Gilde, ich kann ja eh nichts machen. Aber ich kann ja zumindest schon mal die Anfangsquest erledigen. Das schon. Die mache ich ja nachher gleich. Vorausgesetzt, Lilien Express. Selbst ist der Mann, aha. Hier hast du einen leuchtenden Stein. Eduard. Gib mir dein Geld, Eduard. Nein, gib nur Heiltränke. Jetzt auf zur. So. Gilde. Jetzt erstmal auf nach Neugredania. Gardinien. Ja, nach Neugardinien. Oh, nichts. So, Gilde der Pikiniere. So. Wollen das von mir haben? Da brauche ich noch eine flexible Sehne. Wayne, will was von mir? Eisenlanze kriege ich dann. Hey, ist gut die Lanze. Los geht's. Oh, ich krieg neue Handschuhe. Bessere. Hallo, schön dich zu sehen. Bist du bereit für eine Lektion? Ja, bin ich. Wer bist denn du? Oh, ich hab jetzt schon einen Testkampf gegen den Gildenmeister. Also nichts mit Vorquest, ne? Ja. Der will testen, wie gut ich bin. So gar nicht. So sieht's aus. War ein scheiß Heiler.
Kopf. Jetzt bist du auch so aggro wie ich, ne? Aber wenn ich mich mit meinem Heiler einlogge, dann gibt's keine Tanks. Andersrum ist, auch nicht. Das ist doch eine Verarsche, ist das. Ja. Herstellen und... Wo? Oh. Baumwollkurter, genau. Ach, ich brauch 3. Nein, 4. Das ist hart. Was mach ich denn hier? Hier will ich doch gar nicht hin. Hier will ich hin. So. Da hab ich 3. Wie geht das eigentlich mit den Jobkristallen? Ich meine, die musst du ja irgendwie kriegen irgendwie. Ich weiß, wie man die kriegt. Die kriegst du aber erst ab Stufe 30. Kriegst du die dann in den Inventar gespawnt oder was? Dann tust du dir die unten rein? Hä? Kriegst du die ins Inventar gespawnt oder musst du die irgendwie kaufen? Nee, die kriegst du dann von deiner Jobspezialisierung. Also jetzt zum Beispiel du als Dragonier kriegst die dann von deinem Dragonierlehrer. Dem du eine Aufgabe erfüllt hast. Sagt dir das dein Klassenlehrer, wo du ihn findest, oder? Ja, ja. Ich sag dir das dann. Nein, ich hab den Bodenfliegenfall angegriffen. Ja. Was Schärfe. Baumwollmeer. Ich weiß nicht, wo ich einen Messingbahn herkriege. Vom Materialhändler? Halt das nicht bei mir. Geh mal kurz in die andere Gilde da. Minenarbeiter-Gilde, vielleicht krieg ich die da. Der eh direkt nebenan. Da ist eine Sammelgilde, das kriegst du da keine Waren. Hier die die Schmiedegilde. Goldschmiedegilde eventuell. Ja, die gibt's auch hier, ne? Ja. Gibt sogar ein TP hier. Ah, guck's gerade, ich hab eigentlich alle. Oh, Goldschmiedegilde, da bist du doch. Messing, Messing, Messing. Die auch nicht. Irgendwer muss doch Messing haben. Ich sag doch, Materialhändler eventuell. Alle möglichen Arten von Barren. Dafür muss ich aber auf den Markt, ne? Ja. Okay. Oder guckst du uns als Haken? Aha. Ja, das ist mir zu teuer. Negativ. Du baust es selber ab. Wahnsinn, da bin ich ja morgen noch dran. Doch morgen noch dran, ey. Beziehungsweise heute, oder? Ich werde immer noch keinen Heiler finden. Muss schon gucken. Bäckerin, Köchin, Rüstung, Juwelier und Krämer. Hey, der ist richtig Material. Aber du kannst auch beim Krämer gucken, ich bin mir nicht sicher. Die haben ja alle immer unterschiedliche Namen. Manche Waffenhändler verkaufen Rüstung und sowas. Ganz viel Spaß. So, oberes Lasentnuskia, weiß ich, wo das ist. Händlerin, Werkzeug, Waffen, Reparatur. Farbstoff. Farbstoff, die verkauft.
Also es gibt auch Händler, die heißen richtig Materialhändler. Nee, ist ja keiner. Die haben so ein Zeug auf jeden Fall. Ich glaube in Ulda. Im Ulda-Markt. Habe ich bei Ulda ihn gesehen? Auf jeden Fall habe ich schon mal welche gesehen. In Limsa Lominsa auf jeden Fall ihn gesehen. Ein Materialhändler. Und der hatte Barren dabei. Ob da Messing dabei war, weiß ich nicht.